Hallo meine Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Grüßt euch. Mit dem Slogan We Want You wirbt der Tauchverband SSI Tauchlehrer an, die ein Crossover machen sollen von einem anderen Verband zu SSI. Ich habe diesen Crossover gemacht und ich möchte euch heute in dem Video mal so ein bisschen erzählen, wie es mir dabei ging. Viel Spaß dabei! Ja, da sind sie. In dem Bild seht ihr sie, die 29 Crossover-Karten, SDI-Instructor-Kurskarten, die ich bekommen habe, mit den entsprechenden Urkunden dabei. Und die bereichern dann natürlich meine Kartensammlung, die ich eh schon habe, von Paddy, SDI und TDI. Ja, ich wollte ja eigentlich, die mich verfolgen, wissen, dass ja schon letztes Jahr im Grunde genommen einen Crossover machen zu SSI, bedingt durch unsere Let's Dive Together Geschichte in unserer Community. Bei unseren Tauchreisen kam es immer mehr vor, dass Leute im Grunde genommen SSI-Kurse machen wollten. Und da lag es natürlich auf der Hand, dass ich da mich informiert habe, wie bekommt der Uwe den SSI-Instructor. Nur letztes Jahr ist es nichts geworden und somit habe ich das eigentlich auch ad acta gelegt, bis natürlich im Jahr 2020 die Kampagne rauskam, We Want You, wo also SSI im Grunde genommen den Instructor Crossover kostenlos angeboten hat für Tauchlehrer von anderen Organisationen. Und jetzt bekommt ihr von mir mal erklärt, wie das Ganze so ein bisschen abgelaufen ist. Gesagt, getan, um sich für das We Want You Programm zu registrieren, muss man auf die SSI-Seite gehen. Man muss sich dort anmelden und muss dann die ganzen persönlichen Daten angeben für die Registration im Programm. Dann geht es los. Dann macht man im Grunde genommen eine App auf, Instructor Training Programm, und arbeitet im Grunde genommen diese ganzen Geschichten durch. Das sind Standards, Verfahren, das ist so die ganze SSI-Geschichte, die man da durchliest. Man beantwortet Wiederholungsfragen, man macht kleine Quizzes. Also das ist ein bisschen Arbeit. Das ist also jetzt nicht mal eben in 5 Minuten getan, sondern das dauert richtig etwas Zeit. Wenn man diese ganzen Kapitel durchgearbeitet hat und die Wiederholungsfragen beantwortet hat, dann geht es weiter. Dann bekommt man Termine gesetzt zu einem Webinar. Das Webinar dauert 3 Abende. Also bei mir hat es gedauert von 5 bis 9, 3 Tage hintereinander. Und ich hatte dort die SSI Trainingsdirektoren Ronny und den Andreas. Also 2 wirklich wahnsinnig nette, kompetente Leute. Die haben uns also nochmal 3 Tage lang durch das SSI-Programm geführt. Wir konnten Fragen stellen, also das waren wirklich 3 wahnsinnig interessante Abende und nochmal vielen Dank dafür an Ronny und an den Andreas, also es war sehr, sehr, sehr informativ. Nach diesen 3 Abenden Webinar wurde dann auch festgelegt, wie das Ganze aussieht, was die Wasserlektion betrifft, denn es ist ja nicht nur die Theorie, sondern wir müssen dann auch nochmal ins Wasser, auch wenn wir schon Tauchlehrer sind, und wir müssen auch da zeigen, dass wir in der Lage sind, gewisse Dinge zu tun. Da ich ja schon vorher ein bisschen liiert war, kann man sagen, mit Philipp vom Taucher Supply Vero in der Schweiz, war für mich auch ganz klar, dass ich meine Wasserarbeit dort in der Schweiz gerne machen möchte und machen würde. Und ich habe mich also dann dort auch telefonisch dann angemeldet und das war auch gar kein Problem. Dann ging es los in die Schweiz, Termin gemacht mit der Vero im Taucher Supply Haag. Und ich wurde da wahnsinnig freundlich empfangen von Philipp und der Veronika. Und nach der dortigen Registrierung, ist ja natürlich auch klar, man muss sich überall registrieren, ging es dann weiter. Wir waren also dann dort im Pool unterwegs. Wir haben also da schön einen warmen Pool gehabt, wunderbar. Und da ging es los mit der Wasserarbeit. Ich habe natürlich mir so die Frage gestellt, innerlich, was wollen die denn mir dann noch beibringen an gewissen Übungen? Und war so, naja, schauen wir dann mal. Aber ich muss euch sehr ehrlich sagen, also die Veronika hat mich wahnsinnig überrascht
mit Übungen, die ich zuvor in dieser Art und Weise noch nicht gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Und das bedarf dann schon sehr viel, dass man mich ein bisschen überrascht. Aber SSI hat zum Beispiel die ganzen Aufstiegsübungen. Das heißt also Aufstieg mit alternativer Luftversorgung, Aufstieg, Notaufstieg, Bleiabwurf beim Aufstieg und. Diese ganzen Übungen sind richtig sagenhaft gut konzipiert und gemacht. Und das hat mich richtig überrascht, was da doch eine Überlegung dahinter steht. Und da muss ich sehr ehrlich sagen, ist SSI weit vorne gegenüber den anderen Verbänden, was speziell den kontrolliert schwimmenden Notaufstieg betrifft, was den unkontrollierten Notaufstieg betrifft und. Und des Weiteren ist mir aufgefallen, dass bei SSI viel besser kommuniziert wird. Das muss ich sehr ehrlich sagen. Also viel klassischer, viel prägnanter wird also da Wert drauf gelegt auf die Kommunikation. Also das war für mich eine wahnsinnig lehrreiche Pool-Lektion mit vielen, vielen neuen Dingen. Klar, bedingt auch durch die Trockentauchanzüge, die in Europa verwendet werden, war die Rettungsübung ein bisschen anders. Aber auch der alte Uwe, der lernt in seinen Jahren immer noch. Also man soll nie aufhören zu lernen. Und das war für mich im Prinzip sehr, sehr, sehr lehrreich. Also hat mir sehr gut gefallen. Nach der Pool-Lektion großes Debriefing und Grillen. Also der Philipp hat wunderbar gegrillt und wir haben wahnsinnig gut gegessen. Und ich habe mich dann auch verabschiedet für diesen Tag. Bin immer noch natürlich in Kontakt mit der Veronika. Wir werden auch ein bisschen noch weiter zusammenarbeiten. Klar, was das angeht, die Taucherei in der Schweiz. Also da ist das natürlich ein sehr kompetentes Diamond Instructor Ausbildungszentrum. Taucher Supply Vero in Haag. Also kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, Freunde. Ist also wahnsinnig, wahnsinnig toll. So, da hatte ich meine Wasserarbeit. Da war das fertig. Da wurden dort auch die restlichen Unterschriften noch gemacht, die Papiere ausgefüllt. Und damit war eigentlich mein Crossover beendet. Ich musste dann noch online meine ganzen Credentials, wie man da ja so sagt, einreichen, die ich von anderen Verbänden natürlich hatte, meine ganzen Specialties und. Und hier zeige ich es euch nochmal. Bom, das ist das Ergebnis. Also 29 Karten sind gecrossed. Meine Ausbildungsstufe ist jetzt Dive Master Instructor. Das heißt, ich darf also alle Kurse ausbilden bis zum Dive Master plus diese 28 oder so Specialties, die da vor euch liegen, also alle möglichen Variationen. Mehr brauche ich im Moment auch nicht. Ich habe überlegt, ob ich den Assistant Instructor Trainer mache, aber das ist im Moment im Grunde genommen für mich erstmal nicht so ganz so wichtig, denn für meine Arbeit bei Let's Dive Together genügt im Grunde genommen das, was da doch auf dem Tisch liegt. So. Mein Fazit im Grunde genommen über diesen Crossover, wahnsinnig gut. Also ich kann das wirklich nur empfehlen für Tauchlehrer, die überlegen, eventuell zu einem anderen Verband zu crossen. SSI ist für mich hier in Europa richtig gut dabei und ich kann sagen, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und wenn da einer mehr detaillierte Informationen haben will, ich erkläre mich da gerne bereit, da noch Detailinfos zu geben. Aber nochmal, man lernt nie aus und ich bin froh, dass ich diesen Crossover gemacht habe. Also hier nochmal in diesem Video nochmal vielen, vielen Dank für Taucher Supply Vero, für den Support an Philipp und an Veronika, dann an SSI Headquarter für den Support an Ronny und an den Andreas. Also ihr habt alle eine fantastische Arbeit gemacht und vielen, vielen Dank dafür. So. Ja, ihr Lieben, so viel zu meinem Crossover. Wie ihr ja wisst, gewisse Infos stehen auch unten drunter als Link. Und Fragen oder Kommentare bitte anbei. Das war's wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.